Servus und Becker back. Heute neues Video, One Year Review. Es ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass ich die Bude mir geholt habe. Heute erzähle ich euch einfach mal ein wenig, was daran mir sehr gut gefällt, was Nachteile an dem Rad sind, was mir nicht so ganz gefällt, was ich ein wenig verändert habe, ein paar so Upgrades, allgemein ein paar Infos zu der Bude. Genau, starten wir rein, Intro ab. Starten wir rein mit den Pros, also mit den Sachen, die mir echt gut gefallen an dem Rad. Punkt Nummer 1, die Bude läuft sowohl bergab als auch berghoch extrem gut. Dafür, dass die Karre ein bisschen was über 18 Kilo wiegt mit Filterflasche, ist es einfach echt brutal. Du kannst hochklettern wie Sau, kannst auch runter ballern wie Sau, was dann zuletzt auch den Twinlock-Hebel verschuldet ist. Des Weiteren, was mir auch wirklich gut gefällt an dem Rad, ist der Dämpfer. Der Dämpfer, man spürt es nicht wirklich. Das hat das Giant, obwohl das schon wirklich gut gearbeitet hat, da hat man schon noch ein wenig mehr gespürt, dass der Dämpfer einfach gearbeitet hat. genau, Dämpfer, man spürt ihn nicht wirklich, dadurch, dass er halt eben auch auf das Rapid angepasst ist, ist es echt wirklich gut. Das letzte Rennen jetzt halt noch, der Rahmen. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie ein Rad so laufruhig und auch verspielt gleichzeitig agieren kann. Auf Trails, wenn ich Bock habe, drücke ich einfach mal das Hinterrad raus. Aber auch in Rennen, wenn ich einfach mal Bock habe, lasse ich einfach mal voll laufen über Steinfelder. Wie gesagt, dank den 18 Kilo ist es wirklich sehr laufruhig, aber halt auch eben verspielt zugleich. Wo es Vorteile gibt, gibt es aber auch Nachteile. Punkt Nummer 1, das ist das Knacken im Vorbau. Man hört es vielleicht immer, nicht immer auf den Videos, aber es ist wirklich schon sehr extrem. Das hört sich so an, als wenn sich zwei Materialien, die sich überhaupt nicht abgehen könnten, aneinander reiben. Das erzeugt ein wirklich extrem lautes, extrem nerviges Knacken. Allgemein kriegt man es mit Fett nicht wirklich weg und wenn dann auch nur für 2-3 Ausfahrten. Das ist wirklich sehr nervig, aber das ist halt jetzt leider so. Weiter geht's mit dem Lack. Ich glaube, ihr habt teilweise schon mal Videos mit gesehen, was mit meinem Lack abgeht, dass der nicht wirklich so geil ist. Klar, die Bude wird hergenommen für das, was sie gebaut wurde, aber es ist halt schon wirklich sehr krass, dass wenn man iMac füllt, wo drüber geht mit der Hand, dass dann gleich wieder der halbe Lack mit abbröselt. Das finde ich wirklich nicht so geil. Kleiner, aber auch nerviger Ton, sage ich einfach mal, den gibt diese Aussparung hinten drin einen Rahmen ab. Das ist wirklich nur relativ klein, aber halt eben zu groß für ein Kabel, zu klein für zwei Kabel. Da muss man sich hinten immer irgendwas ausdenken, irgendwas rumtricksen. Mir ist da diese eine Gummihülle oder was auch immer das ist, abgefallen. Das war so locker, das hat sich die ganze Außenrahmen rausgeärbert, musste man nach zwei Abfahrten wieder reinschieben und so. Es ist abgefallen, jetzt musste man rumtricksen mit so einem Schlauchstück, also quasi auch wieder mit Gummi. Es ist einfach nur super nervig. So, schaut jetzt nicht wirklich gerade Premium aus, aber gut, was soll man machen. War das nicht irgendwie Hockey-Tape oder so? Ja. Ist jetzt wieder dran. Ein Gummischlauch. Jetzt ist es ein Stück vom Pulli, von dem alten. Perfekt, super. Ja, wirklich, ich hab den Ding, da ist Stoff einfach drin. So. Ja, wenn es funktioniert. Ja, es funktioniert. Also, bei den Änderungen muss ich jetzt ein bisschen was mit ablesen. Ich kann es einfach nicht auswendig sagen. Und zwar Punkt Nummer 1, Kassette war vorher eine NX-Kassette drauf, jetzt ist es eine GX. Ist geschuldet den Laufrädern. Ich habe jetzt da hinten, wie man es im Ochsenkopf-Video gesehen hat im letzten, das Laufrad hat nicht mal ganz so mitgemacht. Da ist ein Stück mit rausgebrochen, so Ding, genau, hat nicht mal ganz dicht gehalten. Deswegen hinten jetzt also ein SRAM XD-Freilauf mit drauf. GX-Kassette, GX-Kette, Schaltwerk war zwischendrin ein XT drauf, haben wir jetzt auch wieder geändert auf GX. Ja, das war einfach verbogen. Ich krieg einfach alles kurz und klein. Genau. Weiter machen wir mit den Bremsen. Da drehe ich mal ganz kurz die Bude um. Und zwar, boah, Hilfe, sind es Magura MT7 in einem wirklich sehr schönen Chrom. Die kann man eigentlich gar nicht so kaufen. Und zwar sind es diese MT Trail. Die haben hinten theoretisch nur einen Kolben. Muss man sich ja dann noch so einen Kolben mit für vorne mit dazu kaufen. Genau, schauen mega geil aus, auch mit den Pedalen hier dran. Dieses Silber matcht einfach extrem gut. Weitermachen wir mit den Pedalen. Am Anfang waren Supin 1S Pro drauf, das waren Flap-Pedale. Ich
bin jetzt mittlerweile auf Klicks unterwegs, auf den Crankrass Mallet ELS. Die sind quasi länger noch mit von dem Abstand hier drin. Ich brauche das einfach, weil ich einen relativ großen Fuß mit habe. Genau, das ist wenigstens der Punkt. Weiter gehen wir gleich mal hinten. Ich habe jetzt einen anderen Mantel mit drauf. Und zwar war vorher einer mit einer Exo-Karkasse drauf. Jetzt hat Double Down wieder Dissector. 2,4er Breite. Leider nicht mehr 2,6. Wie heißen die? Air Evolution? Ne, Peppys Air Evolution. In den Mänteln selber drin habe ich auch keine Air Evolution Inserts von Peppys mehr drin, sondern Kashcore Inserts. Sieht man hier jetzt auch an diesem Ventil. Sind nicht geil zum Reinmachen, aber dafür haben sie wirklich gutes Material. Die haben so eine leicht, ich würde es mit Gummi vergleichen quasi. Schlucken Vibrationen machen auch das Ganze mit dem Dämpfen nochmal besser, wie ich finde. Und vor allem bin ich auch da relativ zuversichtlich, dass die nicht so viel Milch aufsaugen, weil das haben die anderen dann gemacht. Der andere hat ausgeschossen, wie wenn es einen 10 Jahre lang in der Werkstatt liegen lassen, die Mäuse dann zusammengefressen hätten. Genau, kann ja jetzt einfach nur mal kurz Video einblenden, wie das Zeug mit ausschaut. Ansonsten ist es jetzt mittlerweile schon der zweite Ersatzding an Griffen. Ich hatte zwischendrin mal Ergon Griffe drauf, diese GE1, die sie auch in der EWS mitfahren, die haben nicht so wirklich gehalten, sind dann relativ schnell gebrochen innen drin. Mit denen hier bin ich jetzt wirklich gut zufrieden, auch mit dem Dämpfungsverhalten finde ich die echt gut. Ein, zwei Crashes sind damit gehabt, nicht wirklich gebrochen. Weiter jetzt halt relativ neu am Rad, hat er Dominik schon mal mit angesprochen gehabt in dem Ochsenkopf-Video, sind diese Dinger hier dort. Das sind Handguards, der eine fühlt sie, der andere fühlt sie nicht. Ganz kurz, das sind die Sandhit Knock V2. Fahren sie anscheinend auch in der EWS. Vertraue ich da rein. Hier, dieses Ding hier ist aus Aluminium, falls sich das einer fragt. Deswegen, die halten echt gut aus. Genau, halten auch die Crashs. Ganz kurz, warum habe ich die Dinger mit dran? Das liegt da dran, dass wenn quasi Punkt Nummer 1 ich crash, dass ich keinen Bock habe, dass ich die ganze Zeit hier oben dran irgendwas ersetzen kann. Die Schraube hier oben habe ich mir schon mal abgebrochen in dem Rennen. Darauf habe ich keinen Bock mehr, deswegen habe ich das mit dran. Zweites Ding, ein bisschen die Griffe schützen. Ja, das ist jetzt also eher ein wenig nachrangig. Aber der Hauptgrund, warum, stellt euch einfach mal vor, ihr knallt mit, keine Ahnung, 25, 30 Sachen mal richtig schön Trail mit runter. Habt richtig Bock und auf einmal kommt so ein kleiner Baum von der Seite und schnüffelt euch wegen an der Vorderradbremse rum. Könnt ihr euch vorstellen, glaube ich, wie das ausgeht. Deswegen habe ich die Teile hier mit dran. Fühle mich auch jetzt wirklich sicherer mit dem Ding. Allein auch vom psychologischen Effekt habe ich vorne einfach mehr in der Hand. Weiter noch hat sich dank eines Crashs, muss ich sagen, verändert. Das ist der Shifter. Ist jetzt kein NX-Shifter mehr, sondern ein GX. Habe ich mit upgegradet, einfach wegen dem Ding. Fühlt sich einfach geiler an. Ich habe hier oben wirklich was Einzelnes, wo ich theoretisch dann halt einfach auch, wenn hier oben irgendwas einzeln bricht, dass ich dann nur noch das andere Teil mit da dafür brauche. Glaube ich, ja. Ob es sich jetzt wirklich so krass gelohnt hat, weiß ich nicht. Es fühlt sich auf jeden Fall besser mit an. Matcht jetzt allgemein ein wenig besser mit zum Rad. Ein Punkt, was vielleicht auch noch mit interessiert, ist dieses kleine Ding hier dran. Das ist die kleinste Luftpumpe der Welt. Ja, die ist so eine richtige Notfallpumpe. Nicht wirklich groß, damit pumpst du echt den Arsch ab. Aber der Punkt ist der, wenn man einfach mal irgendwo in der Pampa mit drin steht, ist das schon relativ geil, dann einfach in der Flaschenhalter mit runtergeschraubt. Kommt auf jeden Fall damit nach Hause. Geil ist es nicht, brauchst du halt 3 Stunden für 2 Bar. Ist halt einfach so. Des Weiteren, was ich noch ganz kurz zeigen wollte, um mal kurz ein wenig in diese Push-Richtung reinzukommen. Diese Lager hier oben drin, vielleicht ist es einem schon mal aufgefallen, dass es nicht wirklich hundertprozentig passt. Ich wollte einfach meine Aerospacer behalten und habe deswegen, haben uns dann dazu entschieden, quasi diese Abdeckkappe unter die Abdeckkappe rauf zu machen, dass dann die Aerospacer noch mit drauf passen mit dem Vorbau da dazu. Ich wollte es einfach nicht wegtun, da deswegen ist auch hier oben drin eine größere Schraube noch mit drin. Die hier greift so halb, also die Gabel ist ungefähr hier, hört die auf. Nur noch mal so in die kleine Richtung mit dem Fusch zu kommen. Machen wir jetzt aber weiter. Würde ich mir dieses Rad noch mal kaufen? Gehen wir einfach mal davon aus, dass dieses Knacken vorne drin weg wäre und dass sie diese Probleme mit dem ganzen Geklapper hinwegkriegen würden. Gehen wir jetzt auch einfach mal davon aus, dass der Lack das nächste Mal passt oder dass ich es abgeklebt hätte. Allein vom Fahreindruck, sehen wir es jetzt mal, finde ich die Bude absolut wild.
ich würde es zwar sehr interessant finden, mal sowas wie ein Specialized Enduro in einer absoluten High-End-Vollausstattung Vollgasbude zu fahren, ein Santa oder ein Intense oder sonstiges Zeug, hätte ich absolut Bock drauf, aber ich wüsste nicht, wie, ja, wie das noch besser machen sollte. Weil die Bude hier, die bügelt so krass alles weg, wüsste ich einfach nicht. Zum Schluss möchte ich jetzt einfach nochmal ganz kurz Danke sagen an die Jungs und vor allem Mädels, Frau vom Hänsel und Koller in Bayreuth. Und zwar hat dieses Rad jetzt schon so viele Arbeitsstunden gekostet. Punkt Nummer 1, die haben es mit mir aufgebaut, haben hinterher dann auch noch bei jedem einzelnen Problem einfach mit in die Werkstatt rein, die haben es direkt mitgemacht. Da einfach nochmal ein wirklich, wirklich fettes Dankeschön an die Jungs und Mädels vom Hänsel und Koller. Scheiße, wir hatten auf jeden Fall was vergessen. Da ist eine Industrie-Nein-Nabe. Die hört sich extrem geil an. Hat am Ende 95 Dezibel, hat 8 Milliarden Klicks und es ist einfach geil. Vollgas. Na, damit wären wir durch mit einem kurzen One-Year-Review über die Bude hier. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder mir einfach auf Insta, den Namen baller ich jetzt hier irgendwo noch mit rein. Genau, beantworte ich euch sehr gerne. Ich habe jetzt nochmal fragentechnisch ein bisschen was rausgesucht. Genau, hier, ich habe sie da. Genau, sagen wir es einfach mal so. Warum ist die Karre so schwer? Liegt zum einen daran, dass hier eh nichts verbaut ist. Also die Kurbeln hier, da kannst du wahrscheinlich auch einfach Backsteine ranhängen. Und hier Alurahmen, wie man sieht. Das ist halt einfach nicht wirklich leicht. Also es ist halt einfach affenschwer. Bringt Vor- aber auch Nachteile halt eben. Und dann das Thema Klappern. Ich habe es ja angesprochen gehabt am Anfang, dass das Bike relativ leise ist. Was ich zwischendrin gemerkt habe, ist, dass die Kabel relativ laut sind. Ich habe jetzt hier oben schon mal zusammen gemacht mit einem Kabelbinder schon die letzten Monate. Dadurch ist es nochmal deutlich leiser geworden. Und hier rein kommen jetzt noch so Schaumstoffröhrchen wie. Die kann man mit reinschieben. Und dann sind die quasi innen drin, die Leitungen nochmal ummantelt und dann klappert das auch nicht mehr so krass. Und damit beenden wir das ganze Video jetzt. Bis nächste Woche, haut rein. Servus. Was so? Ja, gut aus. Ja, ich schau gut aus.